Unser Eventscout hat uns diesmal nach Weißkirchen zur K&K-Taverne gebracht. Mode, Kunst und Handwerk steht nämlich heute hier im Mittelpunkt und das kombiniert mit einem wunderbaren 4-Gänge-Menü. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unseren Bildern. Wir kochen sehr saisonal und mit frischen regionalen Produkten und da überraschen wir unsere Gäste jedes Jahr aufs Neue. Dürfen wir schon ein bisschen was wissen, welche Vorspeise, Hauptspeise, auch Suppe wird uns denn erwarten? Dessert ist ja bei euch auch immer ganz etwas Spezielles. Zur Suppe ganz typisch gibt es heute ein Erdäpfel-Junker-Süppchen. Der Junker ist ja gerade erst vor kurzem frisch rausgekommen. Bei der Hauptspeise bleiben wir beim steirischen Milchkalb. Und als Dessert gibt es einen klassischen Bratapfel mit einer Nussfülle. Nicht nur die Kulinarik steht an diesem Freitagabend im Mittelpunkt, sondern auch die neuesten Modetrends für die kommenden Wintertage und vor allem die Ballsaison. Dafür zeigen besonders die Damen in den neuen Modellen von den Tip-Top-Moden aus fließenden und sehr angenehmen Stoffen viel Haut. Passend zu der feinen Spitze, dem modischen Tweed, den Applikationen und den einzelnen verspielten Details an den Kleidern dürfen natürlich die passenden Accessoires wie Hüte, Taschen und Handschuhe für den perfekten Auftritt nicht fehlen. Zum passenden Outfit brauchen wir jetzt nur noch eine verführerische Frisur, zum Beispiel eine Hochsteckfrisur, die in dieser Saison dem anderen Style folgt und auch gerne mit auffallenden Accessoires kombiniert werden kann. Elisabeth Brutti hat an diesem Abend gemeinsam mit ihrem Team vom Hair and Beauty Studio Brutti den Gästen ihre Haarkreationen verbunden mit dem passenden Make-up und dem selbst entworfenen Outfits ganz nach ihrem Credo: Wir tun alles, damit Menschen ihre Haare so lieben wie wir, präsentiert. Der Gesamteindruck des Abends? Sehr schön. Wunderschön. Essen ist super, die Mode perfekt. Mir hat bis jetzt alles gefallen, was ich gesehen habe. Das heißt, der Wunschzettel fürs Christkind wird sehr lange? Sehr lange, ja. Ja, wunderschön und gut, wie immer. Wie immer, das heißt, Sie sind schon Stammkunde? Wir sind da Stammkunde, das ist der Tisch da, das ist die ganze Partie. Seit Anfang an und wir sind, also die Frauen alle, die da sitzen, haben alle von der Tip-Top-Mode-Boutique alles an. Das Ambiente ist schön, das Essen gut und natürlich die Models super. Sagen wir, ich bin ja schon Teenager-Spätleser, aber nein, wirklich wunderbare Mode für die Jugend. Auch, kann man auch für mich was noch finden, so Hosen und so. Aber nein, wirklich, hat mir echt gefallen. Echt, ich habe es genossen. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Alles, das ganze Rahmenprogramm ist ausgezeichnet. Die Mode ist ja etwas ganz Wichtiges. Heute werden wir speziell Mode für den Mann sehen. Können Sie uns schon ein bisschen verraten, was ist denn der Trend und was muss man im Kleiderschrank haben? Ja, es ist heuer ganz stark das englische Thema. Also man tragt wieder stark Tweed mit dazu passenden Kappen, Handschuhen. Das Bodysacko ist ganz was Spezielles. Das sind neue Materialien, die glänzen. Und auch in speziellen Farben, also der Mann trägt da auch wieder rot oder blau, also ist wirklich ein starkes Thema. Und das Sportliche ist immer wieder, das ist einfach sich, um sich wohl zu fühlen und da kombiniert man auch sehr stark mit Farben. Also der Mann darf wieder Farbe tragen, ja. Und bei einem solchen Abend darf die Mode von Helene Krasser von Gösseltrachten nicht fehlen. Ganz nach Erzherzog Johanns Leitspruch, treu dem Alten, aber nicht minder empfänglich für das bessere Neue, hat sie den Gästen die Highlights aus der Welt der Trachten vorgeführt. Locker und trotzdem elegant haben sich die Models in ihren Jacken aus Lambswoolwalk, eleganten Etui-Kleidern und den passenden Accessoires präsentiert. Auch hier darf jeder Mut zur Farbe zeigen. Das Allerwichtigste für eine Frau sind Mode, Accessoires und die Handtasche. Und hier gibt es jetzt wirklich das absolute Highlight für jede Frau, nämlich was genau?
Richtig, es gibt eine neue Designer-Handtasche, die ist aus Amerika zu uns nach Österreich gekommen und das ist wirklich ein ganz sensationelles Produkt. Und zwar, man hat eine Basic-Tasche, man entscheidet sich für eine Grundgröße und die kann man so wie ein Handycover, das Außendesign, das Cover immer wechseln. Ja? Man zieht die Handtasche um, so wie man seine Kleidung wechselt. Eine verwandelbare Handtasche, modische Highlights für Frau und Mann, ein köstliches Vier-Gänge-Menü und um auch wirklich alle Sinne an diesem Abend anzusprechen, hat die außergewöhnliche und zauberhafte Dekoration von Blumenstil von Silvia Galler dazu beigetragen. Die handgefertigten und sehr speziellen Ideen runden das Ambiente hier im K&K Wirtshaus richtig ab und verleiht dem Ganzen schon ein bisschen einen weihnachtlichen Flair. Für jeden Anlass entwirft Silvia Galler die passende Dekoration, auch für den Außenbereich. Ein wunderbares Vier-Gänge-Menü, dazu passende Mode und Accessoires, was will man denn mehr? Möchten Sie diese Veranstaltung auch einmal live miterleben, dann sollten Sie sich das nächste Jahr auf jeden Fall im November Zeit dafür nehmen. Wir sagen danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal.